Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Leute, an den Bildschirmgeräten dort draußen. Leute, setzt euch an die Couch, holt eure Frau, Nachbarn oder Freunde mit auf die Couch, eine Tüte Chips oder Erdnusslocken in die Hand, noch eine flotte Flasche Bier oder gar ein Korn mit dabei und macht mit bei diesem wunderbaren Rätselspaß. Wir küren nämlich in absehbarer Zeit den Master of Vinyl hier deutschlandweit. Und das machen wir mit unserem beliebten Spiel Klick Vinyl. Heute die erste Folge davon. Ich freue mich ganz besonders, hier der Host für Sie zu sein. Ich bin Guido. Worum geht es in diesem fantastischen Spiel? Die Älteren von euch werden es wahrscheinlich noch kennen. Aus den 70er Jahren hat der berühmte Hans Rosenthal damals jeden Samstagabend die Leute ins Wohnzimmer gelockt und mit seinem berühmten Dalli-Klick die Leute fasziniert. Und genau das ist das Modell dieses Spiels. Ich habe meinen Klicker hier und wir fangen auch gleich damit an. Es gibt verschiedene Rubriken von Funk und Soul und Hip-Hop und Rap und Reggae und Blues und Heavy Metal, Jazz, alle möglichen Kategorien. Und das Spiel erklärt sich im Prinzip fast schon wie von selber. Und deswegen fangen wir auch sofort damit an. Ich habe heute noch auf jeden Fall die leichte Variante am Start, hier die Kindergarten-Variante. Das wird zunehmend schwerer, kann ich euch nur verraten. Und so gesehen werden wir sehen, wer der klügste, schlauste, schnellste, wissendste Vinylist in Deutschland ist. Leute, ihr könnt euch bewerben bei diesem wunderbaren Spiel. Und durchgeführt wird es heute einfach mal als Einsteiger bei mir im Studio mit meinen Gästen. Das nächste Mal wird es wahrscheinlich bei Richie und Luca im Stream live sein. Psst, die beiden wissen es noch nicht so genau, also redet noch nicht so viel darüber. Leute, lasst uns loslegen und dazu bitte ich jetzt meine wunderbare Assistentin Gundula auf die Bühne und sie wird uns die Kategorie verraten, um der es jetzt geht. Gundula, bitte. Dankeschön, Gundula. Die erste Kategorie, die wir heute ausgewählt haben, sind Soundtracks. Bitte. Na, das klappt doch wunderbar mit euch. Leute, am besten die Kommentare nutzen und schreibt rein, wie lange ihr so im Durchschnitt dafür braucht. Es gibt ein paar kleine Knackpunkte natürlich. Es ist nicht so easy einfach, wie wir das immer hier sehen. Aber schreibt es einfach bei unten in den Kommentaren. Beim Live-Spiel wird das auf jeden Fall alles ein bisschen anders werden. Also, weiter bitte mit Gundula. Die nächste Kategorie bitte. Jawohl, hard and heavy. Thank you.
Na, was meint ihr? Das war doch bisher ziemlich einfach. Versuchen wir das Ganze mal ein bisschen schwieriger zu gestalten. Dazu bitte ich nochmal Gundula auf die Bühne. Gundula, bitte, die nächste Kategorie. Super! Hip-Hop! Weil wir nicht einschlafen wollen. Sofort zur nächsten Kategorie. Gundula, bitte, die nächste Kategorie einmal für uns hier und dem Publikum. Die neue deutsche Welle. Ist das nicht cool? Na, wie ist der Punktestand mittlerweile bei euch zu Hause vor dem Bildschirm? Kommt ihr hinterher? Seid ihr mit eurem Partner euch einig geworden? Wer ist zuerst dabei? Gute Frage. Die nächste Kategorie bitte. Gundula. Uiuiui. Krautrock, liebe Leute. Krautrock. Ich glaube doch, das Ganze ist ein bisschen zu einfach für euch. Dementsprechend müssen wir wahrscheinlich noch mal eine Schuppe drauflegen und bitten Gundula noch einmal um die Kategorie. Gundula, bitte. Super. Nochmal Krautrock, liebe Leute, nochmal Kraut. Thank you.
aufs Herz, Leute, im Publikum, wer hat es erraten? Ja, doch, gibt es doch schon einige, die es jetzt hier wie doch schon wussten. Zu Hause an den Bildschirmen, genau dasselbe, gehe ich mal von aus. Das ist toll, das freut mich, dann funktioniert das Ganze ja einigermaßen. Also, nächste Kategorie, Gundula bitte. Eins meiner Lieblingsgenres, New Wave, Leute, New Wave. Fantastisch, liebe Leute, fantastisch. Das lübt, würde jetzt der Matze sagen. Das lübt definitiv. An dieser Stelle fehlt nochmal einen ganz kleinen Applaus für Gundula, die das heute hier vor uns macht. Das ist wirklich ganz, ganz toll, was man so als 450-Euro-Kraft alles machen kann. Gundula, bitte, die nächste Kategorie. Sehr cool. National, also deutsche Künstler und Umgebung natürlich. National. Publikum, seid ihr schon eingeschlafen oder geht noch einer? Ja, es geht noch einer, alles klar, sehr gerne, mache ich doch gerne für euch. Also Gundula bitte. Ich liebe diese Musikrichtung. Jazz, Leute, Jazz. Also Leute, knufft euch mal in die Hüfte, nehmt noch einen ordentlichen Schluck Bier, ein paar Chips noch in die Backen rein und weiter zur nächsten Kategorie. Gundula! Gerade drüber gesprochen, Soul, noch einmal Soul, liebe Leute. Musik
Und weil es so viel Spaß macht, gleich noch einmal das nächste hinterher. Gundula, bitte die nächste Kategorie noch einmal. Okay, liebe Leute, da haben wir es nochmal. Heavy Metal für die Kutten unter euch. Nimm mal die wunderbaren Cover des Heavy Metal.
So, liebe Leute, das war's für heute. Unsere kurze Runde ist vorbei, die Einsteigerrunde. Das Ganze wird natürlich in einer weiteren Folge ausführlich nochmal bearbeitet. Morgen ist Freitag, das bedeutet Dating Time. Morgen wieder bei Luca und bei Richie im Stream, der Livestream Heavy Metal 2. Für die Heavy Metal 2 Freunde habe ich hier nochmal extra den speziellen Leck mich am Arsch und Petze Mix für euch noch einmal da oben verlinkt. Da könnt ihr draufklicken. Ich selber werde ihn nicht online stellen. Ich lasse ihn einfach so ein bisschen verborgen. Aber für die Leute, die sich dafür gerne interessieren und während der Autofahrt nochmal ein bisschen Mucke hören wollen oder auch vorab beim Armut oder beim Kacken auf dem Klo, einfach anschmeißen, ordentlichen Metal hören und dann war's das. Und dann seid ihr gut vorbereitet für den Stream morgen Abend. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, dieses Spielchen wird weitergehen und zwar live. Live, ihr könnt euch dafür bewerben, einfach mal die Bewerbung abgeben bei, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Und das Ganze werden wir am Freitag dann in der üblichen Talkrunde machen, nämlich eine halbe Stunde mit dem Publikum in Live-Abstimmung. Aber wie gesagt, das muss ich nochmal klären mit den beiden. Ist egal, Leute. Es hat mir viel Freude gemacht, viel Spaß gemacht. Ich bin gerne dabei. Ich mache es gerne für euch. Lasst es euch gut gehen. Genießt die schöne Musik, die ihr so hört. Genießt die schönen Cover. Freut euch des Lebens. Seid nett miteinander. Und bitte. Ja, bitte. Ne? Das war's. Viel Spaß beim Spiel. Viel Spaß beim Talk. Viel Spaß beim Essen. Lieben und Musik hören. Bye, bye, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Host Quido.